Ja, dann resette ich eben. Soll ich diesmal eine coolere Begrüßung machen? Das war die Begrüßung, oder? Vielleicht. Nein, hier ist natürlich der allgeliebte, beste Let's Player aller Zeiten. Und Besser als Gronkh. ich bin auch da. Ja. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geld zahlen hier, weil du das Wort Gronkh gesagt hast. Ja, ich bezahle jetzt 24,99. Ganz klar. Oh shit. Der Hack ist von Fusoya und Zero G. Ja, das sind sie. Fusoya hat übrigens Luna Magic gemacht. Das haben wir Und das eben. Peinliche ist, hier ist Cut-Off drin, manchmal. Ja, das. Diesen Dialog haben wir eben schon festgestellt. Ja, aber du hast nicht aufgenommen. Ja. Oh, jetzt wieder nicht. Nein, Spaß. Los, sondern. Oh, jetzt Ah. hast du einen Player gemacht, du Lusche. Ich resette. Da sieht man's noch mal. Ein Muss für alle. Übrigens habe ich jetzt die So. Trap-Style da immer drin, weil ich immer Schiss habe, dass er doch nicht aufnimmt. Ja, ich hab die auch immer drin. Echt? Boah, bist du unprofessionell. Ja, was machst du denn? Ja, das ist ja nur eine Ausnahme. Ja, und wir können so gut Englisch reden, dass wir das jetzt nicht vorlesen. Ja, ich würde zu schnell lesen, das würde keiner verstehen, wie ich. Ja, wir spielen ohne Safe States. Weitestgehend. Aber so geil sind. Und ja, boah, ist das ungewohnt so zu spielen. Boah, du hast gerade keine Ahnung, wie es bei mir rum Ja, so wird's wackelt. auch bei mir aussehen, wenn du spielst. Ja. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Das war nur eben am Anfang so. Ach, guck Komisch. mal. Ah, das war ja 2000. Was? Okay, die dürfen durchnischen. 2001. Das ist ja richtig, richtig alt. 2001 hat der Luna Magic Ja, rausgebracht. deswegen darf man eigentlich auch gar nicht zu viel erwarten davon. Nö, nö. Aber peinlich ist, dass er Cut-Off drin hat. Arsch. Dann baut er das schon so, dass man das verhindern kann und ist irgendwie zu blöd, um das selber zu machen. Du musst so sein. Künstlerfehler oder was? Ja. Ach so. Entschuldigung. Übrigens bist du jetzt dran. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Guck mal, da ist der grüne Mann. Ah, das ist ja gar nicht mal Luigi, das ist bestimmt wieder nur so ein grüner Mario. Ja. Oh, wie ich das. Oh ja. Oh Gott, ich liebe es so zu spielen. Alles so eine halbe Sekunde verzögert. Ja, ich habe die Latenz runtergestellt. Immerhin. Weil Yes. mit Latenz 3 wäre es noch dreimal so schlimm. Gott. Boah. So, grüner Mario startet heute voll durch. Ja, übrigens, der Hack ist nicht komplett Vanilla. Oh, das. Okay, das habe ich ganz schön verschissen. Ey, Das nee. ist sowieso unnötig hier. Da ist nichts oben. Okay. Also wenn du Yoshi-Coins unbedingt sammeln willst, dann kannst du es gerne machen. Aber sonst kannst du es auch sein Ja, lassen. das liebe ich ja immer, so richtig schön lange, umständliche Gänge und am Ende eine Eine Yoshi-Münze. Yoshi-Coin und ein Pilz, ne? Wenn es hochkommt, überhaupt noch ein Pilz. Oftmals noch nicht mal. Ja. Aber zu trage ich ihn jetzt mit mir rum, ich will ihn gar nicht. Ja. Geil. Könntest dir einen Pilz oder eine Blume im Ziel holen? Ah ja, natürlich. Ah, das kriege ich auch mit einer Koopa-Shell hin. Naja. Oh Gott, weg damit. Oh ja. Oh cool, eine Yoshi-Münze. Ich habe vier Stück, eigentlich schade drum, ne? Dann endet das Level jetzt auch gleich. Ja, hier, wie heißt es, der Fusoya, der hat die Hex auch nur gemacht, um zu zeigen, was er mit Luna Magic alles machen kann. Aha, kommt vielleicht deswegen der Name Demo World? Ich bin mir nicht Das sicher. würde ja passen. Ich gehe mal davon aus, dass der Fusoya ein Schlitzauge ist. Ja, könnte gut sein. Ja, wie die ganzen anderen. Romy, Carol, so weiter. Hier, der Mann kennt sich anscheinend aus. Naja, ich habe die ganzen Sprites von Carol. Aus Brutal Mario. Kannst du auf seiner Seite downloaden. Oh ja, ich spiele gerade ziemlich toll. Like a boss. Oh, wow. Boah. Ach ja, beim Testen habe ich hier vorhin einfach mal einen Walljump gemacht. Geil. Ja, ich bin runtergerutscht, gesprungen. Ich denke so, scheiße, das schaffe ich nicht. Auf einmal mache ich Walljump. Oh Gott, das ist geil. Hä? Ach so, ich war auf dem Chuck, deswegen bin ich so gesprungen. Ja. Das ist der Vorteil am Netplay. Natürlich.
Jetzt kannst du den Walljump auch mal ausprobieren. Ach, viel Spaß natürlich, dabei. Ich bin der beste Walljumper. Wir haben sehr gute Latenz, weil wir die Herausforderungen lieben. Wir hätten ja auch jederzeit uns gegenseitig besuchen können und es dann so nebeneinander zocken, aber das wäre ja viel zu langweilig. Ja, vor allem wäre die Qualität von uns dann schlechter. Wieso? Weil der eine weiter weg sitzen würde. Ja, dann brauchen wir so Pro-mäßig zwei Headsets. Jo. Außer natürlich, das würde dann wieder total komisch klingen, weil man ja auch entfernt. Ja, dann hört man alle zweimal. Ja, so ungefähr. Oder wir hocken uns einfach mit so einem Mikro ganz dicht beieinander. Nee, lass mal lieber. Entschuldigung, dass ich gerade Pause mache. Ich muss ja ganz kurz muten. Kannst du bitte schneiden? Natürlich, schneide ich alles. Dankeschön. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ein beschäftigter Mann. Muss ja auch immer mal gehen, denke ich. Keine Ahnung. Ja. Wird natürlich sowas von rausgeschnitten. Nein, Spaß. Doch, wirkte. Ja, doch, wirklich. Aber Alter, schon wieder dieselbe Stelle. Ich bin schon wieder genau auf der Ecke gelandet. Das war jetzt aber mit Absicht. Ich wollte es versuchen. Eh wieder nicht. Ja. Hätte sowieso nicht geklappt, also von daher. Ach man. Hätte sowieso kein Leben bekommen. Obwohl ich hätte auf den einen warten können. Ach ja. Das ist immer geil. Das Miese ist ja, das mit der Lizenz, das sieht man ja überhaupt gar nicht in so einem Video. Deswegen werden wir voll Idioten aussehen. Ja, ich habe jetzt erstmal zwei Hacks vorher noch aufgenommen. Beziehungsweise einen habe ich ganz durchgespielt, einen habe ich aufgenommen, einen muss ich noch aufnehmen. Oh. Klingt hart beschäftigt. Sind das starke Hacks? Jetzt die neuen vom Marcel und Mike. Ach ja. Stimmt, Marius Mission und irgendwas. Treasure Hunt. Treasure Hunt ist fertig, Marius Mission habe ich schon mal, da war ich Beta-Tester. Den muss ich jetzt auch komplett aufnehmen. Ja, der ist ja total enttäuscht, dass ich den ja nicht auch noch zocken wollte. Glaube ich. Ja, der Phil wollte ja meinen, vielleicht Let's Playen, wenn er fertig ist. Von dir habe ich noch gar nichts gesehen. Ich kann dir nachher mal ein paar Screenshots schicken. Ja. Jetzt nochmal richtig schön werben hier. Ja, natürlich. Oh krass. Secret Exit. Ja, das habe ich nicht gefunden, da hatte ich dann keinen Nerv mehr zu. Die F4 Level habe ich gespielt. Dann ist blind für mich. Guck mal, kennst du das? Ja. Oh, wie schlecht. Aber er hat damit gezeigt, was man damit machen könnte. Ja, man könnte ein bereits existierendes Spiel nachbauen. Ach. Ja. Ach verdammt, dann nehme ich halt einen Goomba. Okay, das hätte bei Mario Bros. Nicht geklappt. Nee. Ja, ich habe den Teil ja auf dem Original NES als Cartridge und ich habe den mindestens 40 Mal durchgezockt. Oh ja, das bei den NES ist ja geil, wenn man es durch hat, dann kriegt man ja die ganze Tasche voll mit hier, wer ist denn die Super Flugdinger da? Ja, diese Super P. Ja. Habe ich das nochmal durchgezockt. So, pass mal auf. 4. Oh. Ist so hart. Da oben links in der Röhre ist nichts. Das ist ja richtig hardcore. Da steht nicht mehr 3, sondern 4. Ja. Boah, wie innovativ. Du kannst ja mal das Secret Exit suchen. Natürlich. Ich hab's nicht gefunden. Bin der Beste darin. Ja. Scheiße, ich hätte mir vorher mal unter Steuerung die Safe States disablen müssen. Ich hab jetzt Schiss, dass ich aus Versehen draufgekommen bin. Ja, ich habe die gerade bei mir disabled vor der Aufnahme. Gut gemacht. Ja. Und dann denkt der einer mit. Ich muss nur noch dran denken, die wieder zu enablen, wenn ich wieder was anderes da aufnehme. Sonst ist, naja, nicht blöd, aber... Blöd. Ja. Ich will jetzt nicht unbedingt blöd sagen, aber ja, irgendwie schon. Ich wette, Secret Exit ist da unten. Hier nicht ein P-Switch? Warte. Jo. Ich weiß auch nicht, wozu der gut ist, ja. Der macht dann nichts. Großartig. Könntest ja vielleicht mal nach so einer blauen Tür gucken. Ah, guck mal, Cut-Off.
Warte. Oh Gott, den Cut-Off habe ich jetzt gar nicht mal bemerkt. Egal. Warte, gleich. Ich wette, das hat noch nicht mal ein Secret Exit. Das heißt einfach nur, guck mal, das Level ist rot, weil das nachgebaut ist. Oder was weiß ich. Guck mal, was ich kann. Ja. Wo ist der Cut-Off? Unten rechts an dem, bei den roten und oben rechts an der Ecke auch. Ach so, ja, stimmt, ne? Arsch. Da auch, siehst du. So ein Arsch. Scheiße, nein, jetzt habe ich eine Idee. Das Secret Exit ist jetzt bestimmt ganz da rechts. Nein. Nein? Hast geguckt? Sehr nein, gut. Ich habe geguckt, aber ab jetzt ist für mich blind. Okay. Ich suche da jetzt auch nicht weiter. Dann interessiert mich das auch gar nicht. Der hat das nur rot gefärbt, weil er es wollte. Er ist farbenblind. Ja. Es hätte ja gelb sein können. Ganz genau. Der Geiz ist ja sowieso der... Naja, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen. Der vor mehreren Jahren Luna Magic Tutorials gemacht hat, jetzt wieder hackt und gar nichts mehr kann. Der hat Cut-Offs im Background. Jemand, dessen Namen du nicht nennen willst, also. Ja. Warum? Weil hier sonst ein Kanal gepusht wird, den es nicht mehr gibt. Ach so. Aber er hat wieder einen neuen aufgemacht. Dessen Namen du natürlich auch nicht nennen willst. Nee. Okay. Große geheime mysteriöse Person. Die Verkörperung von Anonymous. Guck, was ich kann. Geil. Warte. Ich werde, du fällst in die Lava, wenn du weitermachst. Aber cool. Das kannst du nicht, ne? Nö. Auch sehr kreativ. Absolut. Und ohne Feder bestimmt noch viel einfacher. Ja. Custom Boss hat's bestimmt nicht, oder? Nö. Siehste? EG. Der gute Alte. Der Dragelige. Ich lache immer bei die bei dem noch verlieren. Ja. Ganz viele. Kein Scheiß. Jo. Aber hier, wie heißt er? Larry, ist ja noch besser. Mit dem Feuerbänder. Ja. Da darf man schon mal fehlen, finde ich. Ja. Bla bla bla. Und niemand liest es vor, ist das nicht traurig? Nee, wir können Englisch viel besser als der, ja. Ja. Also wir bringen da viel mehr Fehler rein, um es lustig zu gestalten, ja. Richtig. Also, meine Damen und Herren. Richtig. So. So. Ich kann ja auch Englisch, Salz. Ich kann ja auch Englisch so gut wie Stefan Raab. Jo, so. Meine Damen und Herren. So, was steht denn... Ach blöd, wieso mache ich das auch noch an? Oder? The Water is warm, okay. Da stand eh nichts Relevantes, denke ich. Da stand eher was von warmes Wasser. Bäh. Ja, ich glaube, da wollte ich nur anspielen, dass da reingepisst wurde. Ich wollte gerade sagen, das ist das Kinderbecken. Oh ne. Ah, dann ist ja gut. Es ist ja noch blau. Ach scheiße. Ey, egal, jetzt hast du beides. Ich will auch nicht beides. Ich bin voll Blume scheiße. Boah, guck mal. Warmes Wasser. Oh nein. Da kommt so ein kleiner warmer Sturm von vorne. Oh Gott. Zum Glück ist es wenigstens nicht braun. Oh Gott. Braun wäre schon ein wenig... was sind das denn für Fische? Schwimmen die immer so schnell? Ja, nee, die, ne? Sind benebelt, weil die halt, naja, warm Wasser schwimmen. Ja. Die können nicht mehr klar denken, deswegen. Das ist genau wie mit meiner Theorie zu den neuen Pokémon-Spielennamen. Pokémon Speed und Pokémon LSD. Yes. Ja, alles so farbig, weißt du? Die bringen dann wahrscheinlich noch mehr Pokémon, die noch mehr... aussehen wie Müll. Ja, und dann gibt's wieder so Bedingungen wie zum Beispiel: Spring auf einem Bein durch dein Zimmer, hab ein Glas Kakao auf dem Kopf und sing ein russisches Volkslied und das Pokémon erscheint. Oh, das könnte ich gar nicht. Ich kenne gar keine russischen Volkslieder. Korobaniki? Tetris-Musik? Okay. Ja, aber das hier nimmer. Ja gut, das ist hier nur eine Melodie. Ich dachte jetzt mehr an Text, sonst könnte ich auch dieses Trollolol-Lied rumplärren. Das kann ja jeder. Ja, aber mit einem Glas Kakao auf dem Kopf in deinem Zimmer.